Ja. Okay, jetzt stehe ich heute schon wieder hier. Und eigentlich gibt es genug zu sagen. Und der wichtige Punkt wäre sicherlich dieser Paragraph 28b. Aber warum soll ich über Paragraph 28b reden? Er bedeutet ja scheinbar nur weiter eine gravierende Einschränkung unserer Grundrechte. Und manchmal frage ich mich, ob es überhaupt einen Sinn macht, noch irgendwas gegen diesen Irrsinn zu sagen. Oder ist dieses Affentheater eigentlich schon viel zu normal für die meisten? Die Menschen haben Angst, kritische Stimme erreiche sie kaum und wenn doch, prallt es ab oder sie wäre aggressiv. Sie leben in und mit ihrer Angst und die Angst bestimmt den Tag. Die Mainstream-Medien anscheinend ganze Arbeit geleistet und sind immer noch nicht zufrieden. Sie zeigen auch weiterhin schreckliche Bilder von Intensivstationen, die zum Teil sogar vom Dezember sind, färbe ihre Grafiken knallrot und rufe mit einer Sensationsgeilheit Infektionszahlen raus, dass ich manchmal einfach denke, es ist nur verrückt. Man könnte denken, wir sind alle dem Tode schrecklich nah. Die Frage, die sich mir stellt, ist, sind wir dem Tode wirklich so nah, weil Corona gefährlich ist? Oder sind wir dem Tode nahe, weil wir dem Leben irgendwie immer ferner werden? Dankeschön. Ich hatte mal eine Freundin, die war nicht einfach. Wann immer wir verabredet waren und ich sie abholen musste, musste ich ewig warten. Immer hat sie kontrolliert, ob alle Lichter aus sind, die Fenster und Türe geschlossen und ob der Backofen aus ist. Sie hat kontrolliert und kontrolliert und kontrolliert und sie hat kontrolliert, was es zu kontrollieren gab. Ich habe sie mal irgendwann auf ihr für mich seltsames Verhalten angesprochen. Aber ehrlich gesagt nur einmal, denn sie war stinkesauer hinterher. Ich glaube, sie war so sauer, weil sie in ihrer Wahrnehmung all diese für mich komischen Kontrollgänge wichtig fand. Denn es könnte ja sein, dass diese Corona-Zeit erinnere mich ein bisschen an diese Freundin, weil ich beobachte, wie viele Menschen nur noch mit der Frage beschäftigt sind, ob sie krank sind, obwohl sie gesund sind, wann der nächste Test ansteht, ob die Maske richtig sitzt, die Hände gewaschen oder womöglich desinfiziert, ob Abstand heute auch genug eingehalten wurde und inwieweit sie eine Gefahr für den Gegenüber sind oder womöglich der Gegenüber für sie. All das tun die, weil sie sich schützen wollen für den Fall, dass. Für mich ist das kein Schutz. Für mich ist eine ähnliche Realität wie damals bei meiner Freundin, die mir völlig fremd ist. Und auf Schutz warte ich schon ein Jahr. Schutz für die Menschen, die ihn brauchen. Und das Einzige, was für meiner Meinung nach zu nötig gewesen wäre, wäre statt Intensivbetten abzubauen und Krankenhäuser in einer Pandemie zu schließen, sie aufzubauen und für genug Personal zu sorgen. Immerhin. Immerhin hatte unsere liebe Regierung ein Jahr Zeit dafür. Und was die Betten angeht, die ja so knapp sind, was wurde eigentlich aus der Messehalle und was ist eigentlich mit den Reservebetten? Ich glaube, wir brauchen keine Apps und keine Massentests. Wir brauchen wenn Personal, unsere Selbstverantwortung und einen gesunden Menschenverstand. Danke.
als Hebamme bin ich überzeugt, und ich habe es ja auch immer wieder gesagt, dass es nicht egal ist, wie wir geboren werden. Diese Überzeugung kommt von tief drin. Und niemals, niemals hätte ich gedacht, dass ich diesen Schwerpunkt gerne ausweiten würde. Ausweite auf die Überzeugung, dass es auch niemals egal sein sollte, wie ein Kind lebt. Dankeschön. Ich weiß, dass viele Eltern gegen das Testen sind. Was sollen sie tun? Kita und Schule ermöglichen, dass sie arbeiten können. Ich kann diesen Gedanke ein Stück weit nachvollziehen. Aber gleichzeitig frage ich mich, wo und wann wird die Grenze gezogen? Wo ist die rote Linie? An welchem Punkt stehen die Eltern zum Schutz ihrer Kinder auf und sagen, es reicht? Nachdem das Recht auf Bildung genommen wurde, nichts. Nachdem Sport und Spiel verboten wurde, nichts. Nachdem die Kinder gesund in Absonderung mussten, nichts. Nachdem die Masken kamen, nichts. Und jetzt bei den Tests, was kommt da? Auch nichts. Wann ist die Grenze erreicht? Danke. Wann ist die Grenze erreicht, was man unseren Kindern zumutet und antun darf? Wo, um Gottes Willen, liebe Eltern, ist eure Grenze? Was glaubt ihr, wie ein Kind sich fühlt, das positiv getestet wurde? Die Kameraden sitzen um euer Kind. Es wird getestet und der Test ist positiv. Ihr werdet informiert, arbeiten tut ihr dann auch nicht mehr, denn ihr müsst euer Kind nach Hause holen und in die Absonderung stecken. Und jeder weiß, dass euer Kind positiv ist. Was glaubt ihr, wie dieses Kind sich fühlt? Euer Kind hat jetzt einen Stempel, einen Virus-Schnelltest-Stempel. Was glaubt ihr, wie es diesem Kind geht? Und wenn es 10 oder 14 Tage in Quarantäne war, wie geht es ihm dann? Nachdem es eingeschlossen in der Wohnung war und nicht raus durfte? Vielleicht in einer kleinen Wohnung, jeder ist genervt und die Angst vor dem Nachbarn, der womöglich alles kontrolliert, was es ja anscheinend gibt, kommt noch dazu. Wird sich dieses Kind schuldig fühlen, obwohl er ihm sagt, es hat keine Schuld? Wie wird es sich fühlen, wenn es wieder in die Schule geht und der nächste Test ansteht? Denn das hört nicht auf, das könnt ihr mir glauben. Was glaubt ihr, wie dieses Kind sich fühlen wird, wenn es erneut vor einem Test sitzt? Fragt euch das mal. Und wart ihr schon jemals in eurem Leben bloßgestellt? Habt euch in Grund und Boden geschämt als Erwachsener? Kennt ihr so eine Situation? Wisst ihr noch, wie es war, dieses Gefühl für euch? Wie es euch dabei ging? Ihr hattet keine Ahnung, wie ihr aus diesem Gefühl der Scham wieder rauskommen sollt. Und am liebsten werdet ihr im Boden versunken, denn die Scham war grenzenlos. Vielleicht hattet ihr Freunde, die für euch da waren. Vielleicht wart ihr aber auch alleine und hattet niemand. Es war auf jeden Fall schlimm für euch, sehr schlimm. Und vielleicht seid ihr einfach davon gelaufen oder ihr habt eine andere Methode gefunden,
um euch zu helfen, dann hattet ihr Glück. Eure Kinder sind Kinder. Sie können sich nicht helfen und sie brauchen den Schutz der Eltern. Euren Schutz. Wir können uns jetzt noch eine Weile einreden, dass unsere Kinder durch die Tests und die Masken kein Trauma erleben. Aber wir sollten uns gut überlegen, was wir uns später noch verzeihen können oder müssen. Wenn ihr nur im Ansatz ein kleines bisschen zweifelt, dann heißt es jetzt Stopp. Stopp diesen Wahnsinn und setzt euch bitte endlich für eure Kinder ein. Dankeschön. Lasst nicht zu, dass es für eure Kinder normal sein soll, sich testen zu lassen, um zu wissen und zu spüren, dass sie gesund sind. Lasst nicht zu, dass die Fehler der Regierung weiterhin auf dem Rücken eurer Kinder ausgetragen werden. Und lasst nicht zu, dass ihr Lachen hinter den Masken schwächer und schwächer wird, bis es irgendwann nicht mehr zu hören ist. Und redet das Ganze, sorry für den Ausdruck, verflucht nochmal nicht klein. Es ist nicht nur eine Maske. Und es ist nicht nur ein Test. Und ein Inzidenzwert ist kein Maßstab, um uns so einzuschränken. Und hier geschieht schon Unrecht. Aber ein Inzidenzwert ist noch weniger ein Maßstab, hilflose Kinder testen zu lassen und hinter Masken zu stecken. Das ist Unrecht und grausam. Die Kinder sind unsere Zukunft und wir im Heute sind dafür verantwortlich, wie ihre Zukunft aussehen wird und kann. Vielleicht fragt ihr euch, was ihr tun könnt. Ich sag's euch. Gründet Lerngruppen. Verbindet euch. Unterstützt euch. Bleibt zu Hause, wenn es nur irgendwie geht mit euren Kindern. Holt euch Hilfe über einen Anwalt. Ihr könnt mir gern anrufen. Wendet euch an die Schulämter. Schreibt an die Landesregierung. Ihr seid nicht hilflos. Glaubt mir das. Ihr seid auch nicht alleine. Ihr müsst nur den ersten Schritt tun. Das Wichtigste ist aber wahrscheinlich ein klares und deutliches Nein zu diesen Maßnahmen und diesem Irrsinn an unseren Kindern. Und ein klares und deutliches Ja für unsere Kinder. Und zwar jetzt. Dankeschön. Danke, danke, danke. Karin, wo steckst du? Du bist die Nächste.